فكبر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله اكبر زو في فوق ذاك اما بني ما مسلم به الله اكبر الله اكبر الله اكبر فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم تلا هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون und dann liest lasse diesen Vers in dem Koran dass eure Verbündete ist Allah und Rasula und diejenigen die während des Ruku ihre Zakat entrichten ne das heißt Al-Lusi in seinem Tafsir gibt zu was die Schiiten glauben obwohl das er Sunni ist Er unterstützt uns mit dieser Glaube, weil er hier ehrlich war. Also ehrlicher als hier, als Ahmad ibn Taymiyyah. Ne? So. Nochmal sagte er, aber jetzt jemand anders, der früher als Al-Lusi war, nämlich Suyuti, derjenige, der 911 nach Hijra gestorben ist, bestätigte er das, was wir glauben. In seinem Tafsir, über diesen Vers, إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا Er sagt, أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَطِيَّ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي عُبَادَةَ ابْنُ الصَّامِتِ إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ Das einmal hier so erzählt, dass das ein Hadith erklärt, dass das wegen Ubadah ibn al-Samit. Und وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفَقِ فِي الْمُتَّفَقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلِيٌّ بِخَاتِمِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ Das heißt, Ali hat seinen Khatam, seinen Ring, gespendet, während er in Ruku' war. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل, fragte Muhammad صلى الله عليه وسلم diesen Bettler, der das, diesen Almosen von Imam Ali a.s. bekommen hat. Hier, Jalaluddin Suyuti sagt auch, من أعطاك هذا? Wer hat dir diesen Ring gegeben? ذاك الراكع, sagt er, derjenige, der da hinten in Ruku' ist. فأنزل الله, إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sendete diesen Vers, euer Führer ist Allah, den Propheten und diejenigen, die während des Rukus ihre Almosen zahlen. Und sagt er nochmal, noch über einen anderen Weg, hat er diesen Hadith verbündet mit dem Vers, überliefert über Abd al-Razzaq, Abd ibn Hamid, Abn Jarir, Abu Sheikh, Abn Mardaweh, an Ibn Abbas, في قوله إنما وليكم الله ورسوله قال نزلت في علي noch eine Überlieferung eine Quelle durch Jalaluddin Suyuti jetzt was haben wir hier gelesen vorhin über diesen Vers sagt Ahmad ibn Hanbal das Tabarani das auch nicht erwähnt hat dass das wegen Ali gekommen ist Guckt ihr bitte euch Tabarani nach, was er in seinem Tafsir über diesen Vers sagt, für Al-Awsat, über Ibn Mardaweh, an Ammar ibn Yasir. Er sagte genau das gleiche, was Jalaluddin Suyuti hier erwähnt, nämlich, dass Ali salamullah alayhi während des Rukus seinen Ring gespendet hat. Und erzählt er dir die Wege, wie er das rausgeholt hat, diesen Hadith. Über Ibn Asakir und Ibn Abi Hatim. Hier sagt mir, hier, Ahmad ibn Hanbal hat gesagt, Ibn Abi Hatim hat das überhaupt nicht erwähnt. Ne? So. So. Hier, können wir nochmal gucken, damit man nicht sagt, dass wir verfälschen. Minhaj al-Sunnah, li taqi al-Din. أحمد ابن تيمية الدمشقي فساكت هي وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم so. hier steht geschrieben وأخرج أبو الشيخ وابن مردوي عن علي بن ابي طالب واخرج عبد الرزاق وعابد بن حميد وابن جرير وابو الشيخ وابن مردوي عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله قال نزلت في علي هي واخرج ابن حاتم وابو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل
قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت ان موليكم الله ورسوله والذين امنوا. Das heißt Ali salam Allah alayh spendete während er in Ruku' war seinen Ring, dann kam dieser Vers herab, euer Vorgesetzter ist Allah und sein Prophet, sein Gesandter und diejenigen, die ihre Almosen während des Ruku'as zahlen oder entrichten. Noch einmal in Tafsir Tabari. تفسير الطبري تفسير جامع البيان في تفسير الطبري. طبري ist gestorben 310 nach Hijra. Das heißt 400 Jahre früher als Ibn Taymiyyah. So, erzählt, hat Ibn Taymiyyah das nicht gelesen? Oder warum sagt er uns hier in seinem Buch, dass das nicht von den Ahlul Ilm erwähnt ist, dass das wegen Ali alayhi salam dieser Vers gekommen ist? Das bedeutet für uns, dass dieser Mann gegen Ali alayhi salam war. Und wir können auch inshallah in die nächste Sitzung nachweisen, dass er wirklich ein Feind von Ali alayhi salam war, weil er in seinem Buch Minhaj al-Sunnah angibt, dass Ali alayhi salam besoffen, während er am Beten gewesen ist. Besoffen. Ne? Das können wir nachher zeigen hier in dem Buch. Einer hat ein Salafi gefragt, was ist das Urteil über jemanden, der während des Gebets besoffen ist oder war. Er sagt, das ist ein großer Kabira. Das heißt, das ist eine große Sünde, die nicht vergeben wird. Er sagt, was sagst du dazu, dass Ibn Taymiyyah behauptet, dass Ali, salamullah alayh, während er am Beten war, besoffen war. Und deswegen sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, hat diesen Vers herabgesandt, oh ihr, die geglaubt haben, sollt ihr während des Gebets nicht besoffen sein. Was macht dieser Salafi? Er konnte natürlich nicht antworten. Und er wollte nicht nachvollziehen, ob das wirklich drin steht in Minhaj al-Sunnah, in Minhaj al-Sunnah oder nicht. Was macht er? Er sagte selber, das können wir auch im Internet lesen, habe ich gestern gelesen, er sagt, ich wollte nicht mehr diese Mühe machen und nachgucken, wie die Schiiten lügen. Ne? Ich wollte mir diese Mühe nicht machen, und nachgucken, wie die Schiiten lügen, habe ich mir diese ganze Arbeit gespart. Und deswegen, ich frage Dimashqiyah, Abdurrahman Dimashqiyah, frage ich dich, was du dazu sagst. Bitte, ich bitte jeder Salafi, der sich Salafi nennt oder Wahhabi nennt, soll diesen Antwort von Abdurrahman Dimashqiyah lesen. Ne? Wie er drumherum geredet hat, und dann versuchte er das zu rechtfertigen, was Ibn Taymiyyah gesagt hat, ohne auf die Frage eine Antwort zu geben. Und am Ende sagt mein Empfehlen zu dir, dass du nie mit diesen irregeleiteten Menschen in Verbindung kommst, dass du nie mit diesen Menschen redest. Diese Menschen, die eure Ulama, Ahlus Sunnah wal Jama'a, Ahlus Salaf, Ahlul Wahhabiyya, diese Menschen, diese eure angegebene Ulama oder sogenannte Ulama, wie Abdurrahman Dimashqiyah, der überhaupt nicht eine Antwort geben kann, verbieten euch mit uns zu reden, damit ihr nicht rechtgeleitet werdet, damit ihr nicht die Wahrheit durch euren Büchern, die aktuellsten Bücher, ne, seht, dass wir die Wahrheit tragen, dass wir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala haben und niemand anders. Und das ist die Firqa al-Najiyah, das ist die gerettete Gruppe, die euch ins Paradies und uns ins Paradies führt, nämlich die Gruppe von Muhammad und Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-Tabari sagt, dass das wegen Ali alayhi salam gekommen ist, während er am Ruku'a war. Und noch ein Tafsir, Al-Zamakhshari. Al-Zamakhshari sagt auch, dass dieser Hadith, dieser Vers in Al-Ma'idah 55 wegen Ali salamullah alayhi gekommen ist. Und das ist ein Beweis, dass Ali salamullah alayhi der Khalifa nach Muhammad sallallahu alayhi wasallam ist. Dass wir uns an ihn halten müssen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer sich an Allah und den Propheten und denjenigen, die sich oder die während des Rukur ihre Almosen zahlen, hält, wer das macht, das sind die Gewinner. Und wir wollen nur gewinnen. Wir wollen Paradies gewinnen, wir wollen nicht verlieren, wir wollen am Ende nicht in die Hülle gehen. Und wir bieten euch das an, wir bitten euch das an und wir zeigen euch, hier, wo das drin steht, das ist eine Hilfe für euch. Wenn ihr wegguckt und nur nach Fehler guckt und schneidet ihr Videos, Videoaufnahmen, ne, damit ihr nur zeigt die Menschen, dass ihr Recht habt. Ihr wisst selber, dass ihr lügt.